Ihr lieben Freunde, ich grüße euch von ganzem Herzen und möchte ein weiteres äußerst wichtiges Thema mit euch diskutieren. Innerhalb des jetzigen Zeitalters bringt Gott, der Vater, zwei verschiedene Heilspläne zur Erfüllung. Den für die Gemeinde, der mit der Entrückung der Gemeinde vollendet werden wird, und den für Israel, der nach der Entrückung beim zweiten Kommen Christi abgeschlossen wird. Bei beiden Heilsplänen finden wir anschauliche Abschnitte in Bezug auf die Endphasen des jeweiligen Planes. Lesen wir dazu einen Bibeltext, 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 20. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Es gibt also einen Hinweis auf das Ende der Zeiten für die Gemeinde und auf die letzte Stunde für die Gemeinde. Auch dazu ein Bibeltext, 1. Petrus 1, Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Was heißt das? Es wird auf das Ende der Tage bezüglich Israels und auf die letzten Zeiten der Gemeinde hingewiesen. Ein weiterer Bibeltext, Daniel 10, Vers 14. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Das sagt der Engel zu Daniel. Daniel, der schon als junger Mann, als Kriegsgefangener Nebukadnezars nach Babylon verschleppt wurde, lernte durch die Träume des Herrschers auf Gottes Geist zu hören. Er verstand mehr von der Endzeit als wir alle zusammen. Und das vor Tausenden von Jahren. Ein weiterer Bibeltext, 5. Mose 4, Vers 30. Wenn du in Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen haben am Ende der Tage, wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Auch Mose konnte wie Daniel Tausende von Jahren vor Christi kommen, die Endzeit, die wir jetzt erleben, genau beschreiben. Ein weiterer Bibeltext, Zacharja 13, Vers 9. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich sage, er ist mein Volk. Und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Schließlich spricht auch der Prophet Zacharja vom Ende der Tage und der Rettung eines Teiles von Israel und von den letzten Zeiten für die Gemeinde. Es muss unterschieden werden zwischen den letzten Tagen für Israel, den Tagen der Herrlichkeit seines irdischen Reiches
und den letzten Tagen für die Gemeinde, die in einer bösen Zeit des Abfalls vom biblischen Glauben zugrunde geht. Die Gemeinde unserer Zeit ähnelt der Gemeinde in Laodicea, und die ließ Jesus nicht eintreten, obwohl er anklopfte. Es wird auf eine begrenzte Zeit ganz am Ende des jetzigen Zeitalters hingewiesen in diesen Texten, die dennoch völlig dazugehört. Obwohl die jetzige Zeit unmittelbar der Entrückung vorausgeht und in gewisser Hinsicht eine Zubereitung dafür ist, sind diese beiden Zeiten des Abfalls und der Unordnung trotz der Unvergleichbarkeit in der Geschichte voneinander völlig getrennt. Diejenigen Schriftstellen, welche die letzten Tage der Gemeinde darstellen, betrachten nicht politische oder globale Verhältnisse, sondern sind auf die Gemeinde beschränkt. Nach meiner Erkenntnis kommen wir gerade jetzt in diese Zeit hinein. Lesen wir einen Bibeltext, 1. Timotheus 4, die Verse 1 und 2. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Tatsächlich passieren diese vor Tausenden von Jahren prophezeiten Ereignisse gerade jetzt in unserer Zeit. Es werden sich diejenigen Kennzeichen zeigen, die zu nicht erneuerten Menschen gehören, obwohl dies oft mit einer Art der Gottseligkeit einhergeht, wie uns die Bibel sagt. Lesen wir den Bibeltext 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wortführer dieser Form von Gerechtigkeit nach der Verleugnung der Kraft des Blutes Christi nicht von neuem geborene Menschen sein werden, da der Gemeinde die Hoffnung auf eine nahe bevorstehende Wiederkunft Christi bekannt wurde, kann es keine weiteren Zeichen geben, die ihr in Bezug auf den Zeitpunkt dieses Ereignisses mitgeteilt wurden. Ich habe mich an anderen Stellen in früheren Videos immer wieder damit auseinandergesetzt. Die oben zitierten Schriftstellen lassen jedoch in gewisser Weise den Zustand innerhalb der bekennenden Gemeinde am Ende des Zeitalters erkennen. Diese Verhältnisse konzentrieren sich auf ein System von Leugnungen. Man verleugnet den Gott der Bibel, den einzigen Gott im ganzen Universum. Lesen wir einen weiteren wichtigen Bibeltext, Lukas 17, die Verse 26 und 27. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen
des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten. Sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Das sollten wir nie vergessen. Man verleugnet Gott, man verleugnet Christus und die Wiederkunft des Christus, den biblischen Glauben, die gesunde Lehre, das abgesonderte Leben, die christliche Freiheit, die christliche Moral und die Autorität, die absolute Autorität der Bibel. Ein weiterer Bibeltext, 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das sagte der Apostel Johannes schon vor 2000 Jahren. Bei diesem Zustand am Ende des Zeitalters wird die Übereinstimmung mit der Beschaffenheit der Gemeinde in Laodicea überdeutlich, vor der Christus steht, anklopft und um Einlass bittet. Dieses Zeitalter wird in der Schrift als böses Zeitalter bezeichnet. Ein weiterer Bibeltext, 2. Petrus 3, die Verse 3 und 4. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Wer das behauptet, hat kein Wort der Bibel in seinem Herzen. Ein weiterer Bibeltext, Judas 3. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Judas, der Bruder Jesu, zögert nicht, sich ebenfalls mit dem jetzt stattfindenden Abfall vom biblischen Glauben zu beschäftigen. Lesen wir einen weiteren Bibeltext, 2. Timotheus 4, die Verse 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Die Predigtpläne in vielen freien Gemeinden haben sich inzwischen so sehr verändert, dass sie den Zuhörern, wie hier beschrieben, in den Ohren kitzeln. Ein weiterer Bibeltext, Judas 18. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Das alles sagt Jesus seinen Jüngern und seinen Aposteln, mit denen er zusammen die christliche Gemeinde vor 2000 Jahren aufgebaut hat. Und diese ergänzen ihn laufend dabei. Fazit: Alles, was wir jetzt erleben, wurde im
Alten und im Neuen Testament schon erwähnt. Wir befinden uns jetzt in der Zeit, die von der Laodicea-Gemeinde beherrscht wird. Laodicea heißt so viel wie Volksrecht. Und das Hauptkennzeichen ist der Abfall vom biblischen Glauben. Ihr Lieben, es gibt nur eine einzige Lösung von diesem Volksrecht oder Laodicea, unserem Vatergott mit allem, in allem und mit allem bedingungslos zu vertrauen und ihn täglich um seine Hilfe zu bitten, seinen Sohn Jesus bedingungslos zu vertrauen. Ich danke euch sehr für diese wertvolle gemeinsame Zeit und möchte euch für heute segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.